Wir befinden uns hier auf der Hannover Messe 2013 am Stand des Konradin Verlags. Bei mir zu Gast ist jetzt Dr. Ronald Naderer. Er ist Geschäftsführer der Fair Robotics Compliant Robot Technology GmbH. Schönen guten Tag, Herr Naderer. Ihr Unternehmen ist im Bereich Automation unterwegs. Mit welchen Neuheiten präsentieren Sie sich in diesem Jahr auf der Hannover Messe? Ja, die sensitive Robotik ist unser Thema und wir haben da den aktiven Kontaktflansch und den haben wir 2011 vorgestellt und dieses Jahr bringen wir 4 neue Produkte im Bereich kleine Robotikanwendungen, den aktiven Kontaktflansch XS, Extra Small, und im Bereich für schwere Anwendungen den aktiven Kontaktflansch HD, also Heavy Duty. Welche Zielgruppen sprechen Sie mit diesen neuen Produkten an? Wir wollen unser Spektrum erweitern, dass eben alle Anwender, die sensitive Robotik brauchen, ihre passenden Lösungen finden. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel, wo dieser Kontaktflansch zum Einsatz kommen kann? Ja, überall dort, wo heute manuelle Tätigkeiten sind im automatisierten Umfeld, also zum Beispiel Schleifen, Polieren, Entgraten von Teilen. Dort können wir unsere Lösungen anbieten, um eben gesundheitsgefährdende Arbeitsplätze, Qualitätsthemen zu überwinden und vernünftige Automatisierung zu bieten. Die Robotik gilt gemeinhin als Wachstumsmarkt. Wie profitieren Sie als Fair Robotics GmbH von diesem Wachstum? Also wir beschäftigen uns eben mit sensitiver Robotik. Da sehen wir, das ist das Thema der Zukunft in der Robotik. Und wir wachsen mit diesem Thema auch überdurchschnittlich und können damit sehr schöne Erfolge einfahren. Vielleicht eine kleine Prognose, wie es dieses Jahr laufen wird, wie es im nächsten Jahr sein wird? Also wir gehen von einem zweistelligen Wachstum aus und sind sehr optimistisch. Wir haben sehr gute Kunden. Die sind zufrieden mit unseren Produkten und rollen eben die Lösungen wirklich weltweit aus. Herr Naderer, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg auf der Hannover Messe.